Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zu unserer neuen Online-Predigt, heute zu dem Thema Dein Charakter zählt. Ich finde dieses Thema wahnsinnig spannend und wir können auch in weltlicher Literatur ganz viel darüber lesen, unter Führungskräften, wo es immer wieder um den Charakter geht und dass man mehr und mehr feststellt, dass der Erfolg eines Unternehmens oder ja auch vom insgesamt vom Leben wirklich von dem eigenen Charakter abhängt. Weniger vom Wissen oder von all den Fähigkeiten, sondern der Charakter ist am Ende wirklich das, was im Leben trägt. Und ich habe zum Beispiel mich mit Forschungen auch auseinandergesetzt und da wird zum Beispiel immer wieder die Frage gestellt, wenn man jemand Neues einstellen möchte, man hat ein tolles Team, man hat ein tolles Unternehmen, was irgendwie gut funktioniert, auf wen sollte man zurückgreifen, also wen sollte man anstellen? Und da gab es eben dieses typische Beispiel, eine Person, die ganz viel vorzuweisen hat, die super Fähigkeiten hat, aber einen schwierigen Charakter, jemand, der sehr ich-fokussiert ist, jemand, der sehr stark möchte, dass es so läuft, wie man sich das vorstellt, dem es schwerfällt, so im Team zu arbeiten, auch mal eigene Bedürfnisse oder Sichtweisen zurückzustellen. Oder aber jemanden, der eben nicht ganz so viele Fähigkeiten vorzuweisen hat, aber jemand ist, der lernbereit ist, der sich gerne weiterentwickeln will, der eine echte Leidenschaft hat für das, was er tut, dann wird halt immer geraten, man soll die zweite Person einstellen, weil man Wissen auch immer noch dazulernen kann. Jeder Mensch kann sich weiterentwickeln, aber es braucht eben diese Fähigkeit und dieser Wille dazu, sich weiterzuentwickeln, auch in diesen ganzen sozialen Kompetenzen, wie man miteinander redet, die eigenen Bedürfnisse tatsächlich zurückzustellen und eher das große Ganze sehen zu können. Und wir leben ja immer mehr in einer Gesellschaft, wo der Narzissmus eben immer mehr zunimmt. Das heißt, das Ich steht immer mehr im Mittelpunkt. Und es macht es im Prinzip so schwer auch, dass man gute Ergebnisse hervorbringen kann, weil eben immer der Kampf um das eigene Ich ist. Und dass man auch der Meinung ist, dass Abhängigkeit das große Ziel ist. Dabei ist Abhängigkeit wirklich nur eine Zwischenstufe in der Entwicklung, gerade bei Teenagern, dass man sagt, okay, es ist gut, in einer gewissen Phase sich auch loslösen zu können von den Eltern, zu erkennen, wer bin ich eigentlich, was macht mich aus, was sind meine Talente, meine Fähigkeiten. Aber dass es eine echte Weiterentwicklung dann passiert, wo wir dann wieder an den Punkt kommen zu merken, ich weiß, wer ich bin, aber ich brauche die Ergänzung von anderen Menschen. Und nur in der Ergänzung kann man viel weiter kommen, als man alleine kommen kann. Also wirklich dieses Denken, wie wichtig es ist, in der Ergänzung mit anderen Menschen zu leben. Genau, also das ist rein weltliches Wissen, was ich gerade erzählt habe, aber was wir eben schon viel länger auch in der Bibel finden können und was uns der christliche Glaube zeigt. Und ich möchte mit euch heute gerne noch mal tiefer einsteigen. Und zwar soll es mir heute im Besonderen um diesen Prozess gehen, wo unser Charakter entwickelt wird. Weg von der eigenen Selbstzentriertheit hin zu einem Charakter, der gottgefällig ist. Und ich will euch ermutigen, wenn ihr Lust habt, nehmt wirklich was zur Hand. Ihr könnt ja jetzt gern kurz auf Pause drücken und schreibt mal mit, weil das sind sehr spannende Punkte, wie ich finde. Ich durfte davon ja selbst lernen. Und genau, will euch gerne das Wissen, was ich irgendwie lernen konnte, gern weitergeben und will euch da ermutigen, mitzuschreiben. Genau. Ich will gern einsteigen mit der Bibelstelle aus 1. Petrus 2, 9 bis 12. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Hier steht ganz klar, dass wir uns von der allgemeinen Kultur unterscheiden sollen. Wir sollen aus der Dunkelheit heraustreten in das Licht. Das ist das, wozu wir berufen sind. Und Jesus legt uns mit seinem Leben und mit dem, was er gepredigt hat, einen sehr hohen Maßstab vor, indem er zum Beispiel sagt, dass alleine schon Hass in Gottes Augen wie Mord ist oder dass alleine, wenn ich jemanden begehre, das dem Ehebruch gleichkommt. Und Jesus legt so eine große Messlatte an, wo man tatsächlich von Anfang an merkt,
dass man aus der eigenen Anstrengung heraus dem niemals entsprechen kann. Das ist absolut nicht möglich. Jesus lehrt immer wieder, dass es ihm um unser Herz geht. Und das Herz im Jüdischen besteht aus unseren Werten, das, wovon wir überzeugt sind, und auch unseren Gedanken und unserem Handeln. Also auch das, was wir tun, zeigt wirklich, wer wir in uns drin sind. Und Jesus sagt, durch ihn können wir anders sein. Wir können unser Verhalten verändern. Wir können ein neues Wesen bekommen, weil er uns das schenken will. Und das ist dieser Prozess der Veränderung. Und der Punkt ist der, wenn wir versuchen, nur unser Verhalten zu verändern, ich habe das schon immer mal wieder gesagt, dann passiert es aus eigener Anstrengung. Das ist dieses typische Pharisäertum, wenn man etwas darstellt, was man eigentlich nicht ist und aus der eigenen Kraft heraus versucht, sich an irgendwelche Maßstäbe zu halten. Und Jesus hat im Prinzip mit dem, was er da vorgegeben hat, gezeigt, aus eigener Anstrengung ist das niemals möglich. Und deshalb zeigt er ganz klar, das, was ich will, ist, dich in der Tiefe deines Wesens zu verändern. Ich möchte das Innere verändern, damit das, was herauskommt, wirklich das Neue ist. Nichts, was wir irgendwie wegdrücken müssen, sondern was tatsächlich aus unserem Leben hervorkommt. Und Gott liebt uns so sehr, dass er alles daran setzt, uns eben in diesen Veränderungsprozess hineinzuführen. Und es geht eben nur, wenn wir in Übereinstimmung mit ihm sind. Und wenn das passiert, dann dürfen wir erleben, wie wir komplett neu werden, ohne dass es mit dieser mühsamen eigenen Anstrengung verbunden ist. Und man kann in Forschungen sehen, dass mit Mitte 30 bis Mitte 40 kommt so eine Phase, wo man merkt, dass die eigene Selbstdisziplin abnimmt, wo man es sich irgendwie gemütlicher im Leben einrichtet und Menschen zunehmend darauf, sich darauf verlassen, was ihre eigenen Fähigkeiten sind und wo sie ihr Leben aus ihren eigenen Erfahrungen leben. Und somit kommen sie immer mehr in eine Unabhängigkeit Gott gegenüber, weil man selbst schon Dinge erreicht hat, weil man es also Wissen hat und es sich deshalb irgendwie bequem einrichtet. Und das wiederum führt aber ganz oft dazu, dass man auch in eine Identitätskrise kommt, weil man sich auch die Frage stellt, wer bin ich denn wirklich und ist denn das, was ich jetzt in meinem Leben erreicht habe, alles? Also ist denn hier jetzt Schluss und soll ich jetzt einfach so weiter dahin leben? Oder aber es ist die Chance, nochmal ganz neu Gott zu erleben und zu fragen, wie sieht denn das Fundament tatsächlich in meinem Leben aus? Habe ich nur auf mich selbst gebaut oder ist Gott das Fundament in meinem Leben? Der Punkt ist, dass je älter man wird, umso weniger verändert man sich. Mit jedem Jahr wird man mehr und mehr zu der Person, die man wirklich ist. Und ich finde das wirklich an älteren Menschen immer sehr eindrücklich, weil da kann man eben nicht mehr so stark dieses ich wahre meinen Schein, sondern da kommt wirklich das Innere total nach außen, wie man wirklich ist. Und es ist an sich ja auch was Gutes, wo es sichtbar wird, wie ist denn ein Mensch wirklich? Und wo auch man widersteht mehr und mehr dem, wo man denkt, so und so will ich mich verändern, sondern man ruht sich auf dem aus, wer man eben ist. Und wenn wir in frühen Jahren in unserem Leben die Entscheidung treffen, lernbereit zu sein und immer wieder Gott die Erlaubnis geben, dass er uns formen und verändern darf, umso leichter ist es, dass auch wenn wir älter werden, dass wir uns immer wieder in diesen Prozess hineinbegeben und immer wieder Gott unser Leben hinlegen und er uns immer wieder auch Bereiche zeigen darf, wo er an uns wirken möchte. In dem Moment, wo du dein Leben Jesus gegeben hast, wo du gesagt hast, hey, du sollst der Herr in meinem Leben sein, beginnt eben dieser Prozess, wo wir umgestaltet werden und wo wir erleben dürfen, was er mit unserem Leben vorhat. Und dieser Prozess, der wird als Heiligung bezeichnet. Und das ist manchmal ein bisschen verwirrend, weil es gibt eben zwei Arten von Heiligung und das möchte ich euch gern kurz erklären. Die erste Art von Heiligung ist der Status. Im 1. Korinther 6, Vers 11 steht, auch ihr gehörtet zu denen, die so leben und sich so verhalten, zumindest einige von euch. Aber das ist Vergangenheit. Der Schmutz eurer Verfehlungen ist von euch abgewaschen. Ihr gehört jetzt zu Gottes heiligem Volk. Ihr seid von aller Schuld freigesprochen und zwar durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn und durch den Geist unseres Gottes.
Indem du wirklich sagst, ich lege mein altes Leben ab, sagt Jesus zu dir, ich spreche dich heilig. Und es ist ein Status, der liegt auf deinem Leben und der kann dir auch nicht mehr genommen werden. Das hat nichts mit deinem geistlichen Wachstum zu tun oder mit deiner Reife. Das ist das Geschenk, was Jesus dir macht, dass er sagt, ich spreche dich heilig. Und das passiert in dem Moment, wo wir Jesus sterben und auferstehen, in uns aufnehmen und sagen, ja, damit machen wir uns eins. Das nehmen wir als Geschenk an, dass er für all das bezahlt hat, was in unserer Vergangenheit, in unserer Gegenwart und in unserer Zukunft passiert. Und dann gibt es aber noch den zweiten Punkt von Heiligung und das ist der Prozess. Obwohl wir von Jesus geheiligt worden sind, müssen wir uns immer wieder auch durch unseren Gehorsam heiligen. Stell dir vor, du bist arm und du bekommst einen Anruf und jemand sagt zu dir, dein Onkel vererbt dir 1 Million. Auf dem Papier bist du schon jetzt ein Millionär. Das gehört dir alles. Es kann dir auch niemand wegnehmen. Diese Million gehört dir. Aber solange du dieses Erbe nicht antrittst, kannst du damit nichts machen. Es ist trotzdem nicht so richtig für dich verfügbar. Und das ist ein Beispiel, wie viele Christen im Moment leben, dass sie ein riesiges Erbe haben. Da liegt ganz viel für sie bereit, aber sie treten das nicht an und damit leben sie nicht in dem Erbe. Im Römer 8, Vers 17 steht, wenn wir aber Kinder sind, und davon, das sagt Paulus, wir sind seine Kinder, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden, dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Christsein ist keine passive Einwilligung in eine Reihe von Vorschlägen, so oder so könnte man leben, sondern wenn wir an Gott glauben und an das Sterben von Jesus glauben und wenn wir bekennen, dass wir eben Sünder sind und ohne ihn verloren sind, dann müssen wir eine Entscheidung treffen und sagen, ab heute, wo ich das im Glauben annehme, ordne ich mein gesamtes Leben diesem Jesus unter. Es ist eben nicht dieses, ja, ich glaube schon und mache dann aber irgendwie mein eigenes Ding weiter, sondern die Frage, die sich wirklich stellt und die, wo Jesus sehr klar war, auch mit seinen Jüngern, sind wir bereit, unser gesamtes altes Leben hinter uns zu lassen und diesem Jesus nachzufolgen? Und das beinhaltet eben, dass unser ganzes Leben, unser Wesen immer mehr Jesus ähnelt. Und dass wir aufgrund dieser Beziehung mit Gott merken, wie er unseren Charakter und unser Verhalten verändert. Und das ist diese gute Botschaft, diese frohe Botschaft, dass das Sterben von Jesus am Kreuz so viel mehr ist, wie uns wurden alle Sünden vergeben. Das ist toll und es ist ein großartiges Geschenk, was er uns gemacht hat. Aber mit diesem Geschenk ist noch so viel mehr, ist so ein riesiges Erbe, was er ebenso nämlich für uns hat. Dass unser Charakter, unser Wesen komplett verändert wird, dass wir tatsächlich so werden, wie Jesus ist, dass mehr und mehr wir in dieses Bild umgestaltet werden und eben nicht durch eigene Anstrengung, nicht indem wir Regeln einhalten, sondern indem wir in dieser Beziehung mit Jesus leben, indem wir in seine Gegenwart treten, indem wir unser Leben nicht länger von dem oder unseren Glauben von dem abhängig machen, was Gott uns zu geben hat, dass wir so mit ihm so verhandeln, okay, du gibst mir das, dann gebe ich dir jenes. Aber auch nicht, dass die Grundlage unseres Glaubens unser Dienst ist, das, was wir für ihn tun. All das wird mit der Zeit zusammenbrechen, all das funktioniert nicht. Sondern der einzige Weg, wie wir verändert werden können, ist die Beziehung mit ihm, seine Gegenwart zu suchen, immer wieder mit ihm Gemeinschaft zu haben. Dann ist Gottes Geist in uns derjenige, der uns mehr und mehr verwandelt. Jesus war jemand, der so viel Zeit mit seinem Vater verbracht hat, wo er Mensch auf Erden war. Er war so abhängig in dieser Beziehung mit seinem Vater, dass er über sich sagen konnte in Johannes 14, Vers 31, aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und so handle, wie der Vater es mir aufgetragen hat. Das war die Vision von seinem Leben. Er wollte, dass die Menschen erleben, wie sehr er mit seinem Vater in Verbindung ist und dass er allein die Dinge tut, die der Vater ihm sagt. Und dann spricht er weiter in Johannes 15, Vers 5 an seine Jünger und auch heute an uns. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht.
Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das ist dieser Prozess, von dem ich rede, dass es auch eine aktive Handlung von uns braucht, nämlich, dass wir in ihm bleiben. Es geht nicht nur darum, einmal irgendwie mit ihm in Verbindung zu treten, sondern das tagtäglich immer wieder in diesem Bewusstsein zu leben, dass wir in Jesus gegründet sind und dass wir so abhängig von ihm sind, dass wir wissen, dass wir ohne ihn nichts tun können. Durch unsere Beziehung mit Gott erhalten wir das, was wir benötigen, um den Herausforderungen unseres Lebens gegenüberzutreten. Und das ist am Ende das Leben der Anbetung, die eben auf der Liebesbeziehung mit Gott gegründet ist. Und das ist entscheidend, damit wir in unserem Leben wachsen und wirksam werden können, dass wir Einfluss nehmen können für unseren Gott. Und deshalb wird es auch in unserem Leben immer wieder Situationen geben, wo Gott Gelegenheiten schafft, unseren Charakter zu verändern, weg von der Selbstzentriertheit hin zu einer Christusähnlichkeit, wie es immer wieder gesagt hat. Und jetzt komme ich an einen schwierigen Punkt, der nicht so leicht manchmal zu verdauen ist. Um unseren Charakter zu verändern, nutzt Gott Prüfungen. Gott wird alles in deinem Leben verwenden, um dich mehr und mehr zu formen in das Bild hinein, wie Jesus ist. Und auch wenn Gott nicht derjenige ist, der das Leid verursacht, nutzt er sie, um uns mehr und mehr voranzubringen. Und es gibt drei Prüfungen, die Robert Clinton da aufzählt. Er hat lange sich mit Leitern beschäftigt, mit Leitern aus der Bibel, hat vier Biografien studiert, aber auch mit Leitern durch die ganze Geschichte hindurch. Und ihm sind immer wieder drei Prüfungen aufgefallen, durch die Menschen gegangen sind, die für Gott besonders wirksam waren. Das erste waren Integritätsprüfungen. Integrität ist eine Übereinstimmung von meinen persönlichen Werten mit dem eigenen Denken und Handeln. Also mein Handeln stimmt mit dem überein, was ich glaube. Ich bin nicht eine gespaltene Person, die das eine sagt und das andere lebt. Zum Beispiel mit Geld. Du sagst dir, okay, ich möchte nicht irgendwie schwarz irgendwie Geld geben. Und dann kommst du in eine Situation, wo dir irgendwie angeboten wird, okay, komm, wir machen das einfach unter die Hand, dann ist es günstiger. Das ist im Prinzip so ein kleiner Test, wo du dich positionieren kannst und sagen kannst, nein, das mache ich nicht. Ich möchte ehrlich sein und möchte eine offizielle Rechnung, um das zu bezahlen. Und wenn wir solche Prüfungen bestehen, da gibt es kleine und größere, ist das immer wieder ein Sprungbrett, wo Gott uns mehr vertraut. Nicht, dass wir das für ihn erarbeiten müssen, aber wir dürfen immer wissen, dass das, was er auf unserem Leben gelegt hat, das ist sehr kostbar für ihn. Und auch ich gebe nicht meinem dreijährigen Kind eine Verantwortung, wo ich weiß, es würde sich selbst und anderen Menschen Schaden zufügen. Da ist es wichtig zu sehen, wie entwickelt sich jemand, wie bewährt man sich auch im Leben mit Gott. Und genauso ist es hier. Und wenn man merkt, okay, ich gehe mit Dingen gut um, dann kann ich dem auch mehr vertrauen. Der zweite Bereich sind Gehorsamsprüfungen. Das sind Situationen, wo wir geprüft werden, ob wir Gott gegenüber gehorchen, mehr als den Menschen, unabhängig von den Umständen und den eventuellen Konsequenzen, die das hat. Und wenn wir da treu sind und das machen, was Gott uns sagt, werden wir erleben, wie Gott seine Verheißungen erfüllt. Abraham ist da ein ganz großes Beispiel, der sogar bereit war, seinen Sohn Gott zurückzugeben. Und wo Gott gesehen hat, okay, sein Herz ist vollkommen bei ihm verankert. Er ist bereit, alles wieder niederzulegen, auch wenn wir wirklich Schwierigkeiten haben mit dieser Geschichte. Aber es war im Prinzip auch ein Zeugnis von dem, was Gott selbst einmal tun wird, dass er seinen eigenen Sohn gibt. Aber weil Abraham Gott treu gegenüber war und das gemacht hat, was Gott gesagt hat, konnte die Verheißung wahr werden, dass er ein Vater vieler Nationen wird. Und der letzte Punkt sind Wortprüfungen. Das sind spezielle Prüfungen, bei denen festgestellt wird, ob wir die Fähigkeit haben, Wörter von Gott zu empfangen, ob wir das verstehen, was er zu uns sagt und ob wir bei der Erfüllung seiner Wege ihm nicht im Weg stehen. Genau. Und es ist eben so, dass wir mit zwei oder drei Formen auch gleichzeitig geprüft werden können. Und Daniel ist da ein sehr gutes Beispiel dafür. Daniel wurde mit anderen damals aus Israel verschleppt. Sie wurden in die Gefangenschaft geführt nach Babylonien.
Und sie wurden dazu erwählt, am Königshof zu dienen. Und es war eben so, dass sie bestimmte Speisen essen sollten und Wein trinken mussten, was aber also wo einfach Daniel gemerkt hat, nein, das stimmt nicht mit dem überein, was ich leben will, weil für ihn waren diese Speisen unrein. Und er hat für sich den Entschluss gefasst, egal was es mich kostet, egal welche Konsequenzen das hat, ich werde dieses Essen nicht zu mir nehmen. Und er spricht mit dem Verantwortlichen dort und sagt, ich und meine Männer, wir können das nicht zu uns nehmen. Wir machen dir einen Vorschlag. Wir essen 10 Tage lang nur Gemüse und trinken Wasser. Und nach diesen 10 Tagen schauen wir, wie wir aussehen, wie es uns geht. Und wenn wir gesund aussehen, wenn wir stark sind, dann können wir das so fortführen. Und der Mann lässt sich auf diesen Deal ein. Und tatsächlich war es so, dass nach den 10 Tagen der Daniel mit seinen 3 Freunden besser und gesünder aussah wie alle anderen. Und dann können wir davon lesen, wie sie plötzlich von Gott neue Kenntnisse und Fähigkeiten über die Schriften bekommen haben. Also Gott hat sie wirklich belohnt, weil sie Gott gegenüber gehorsam waren, dass er sie zusätzlich beschenkt hat. Ein anderes sehr eindrückliches Beispiel in der Bibel ist Josef. Josef wusste, dass er einen großen Ruf von Gott in seinem Leben hat. Er träumte davon, wie sich Ähren verbeugen, was einfach ein Sinnbild dafür war, dass andere Menschen sich vor ihm verbeugen. Und das machte ihn sehr stolz und er gab damit auch vor seinen Brüdern an. Und Josef musste dann 30 Jahre lang durch einen intensiven Charakterprozess gehen, bei dem er wieder und wieder getestet wurde. Zuerst war die Situation, dass er war bei Potiphar angestellt, Potiphar vertraute ihm. Und seine Frau hat ein Auge auf Josef geworfen und wollte gerne mit ihm ins Bett steigen und wurde sozusagen von dieser Frau verführt. Und ich gehe davon aus, Potiphar war mit der mächtigste Mann am Hof, dass diese Frau sehr, sehr schön war. Und Josef hätte sich sehr leicht dieser Frau einfach hingeben können. Aber Josef ist weggerannt, er hat diesen Test quasi bestanden. Aber damit wurde er nicht gleich belohnt, sondern die Frau schuldigte ihn an, dass er sie vergewaltigen wollte und er kommt ins Gefängnis. Und im Gefängnis beschenkt Gott ihn plötzlich mit neuen Fähigkeiten. Das ist immer so ein Sinnbild, dass man merkt, wenn man gehorsam ist und Dinge tut, die Gott gefallen, kann er wieder mehr wirken und beschenkt einen. Und plötzlich hatte Josef auch die Fähigkeit, Träume zu deuten. Er hatte quasi nicht nur Träume, sondern konnte sie auch deuten. Und er deutete von 2 Männern die Träume, bei dem einen, dass er sterben wird und bei dem anderen, dass er freigelassen wird und dem Pharao dienen wird. Und Josef sagte dann noch, als der tatsächlich freikam, bitte erinnere dich an mich und leg ein gutes Wort beim Pharao für mich ein. Aber leider kam es so, dass dieser Mann auch den Pharao vergessen hat. Und somit können wir immer wieder sehen in seiner Geschichte von Anfang an, wo die Brüder ihn verkauft haben und so weiter und so fort, dass Josef sehr viel Ablehnung erlebt hat und Ungerechtigkeit. Und es sind Themen, die wir ja auch manchmal stückweise erleben, wo wir uns abgelehnt fühlen von Menschen oder uns in Situationen wiederfinden, wo wir sagen, das ist einfach nur ungerecht. Und in diesen Krisen entscheidet sich ganz viel in unserem Herzen, weil in Krisen haben wir immer die Wahl, renne ich zu Gott hin und baue mein Leben in der Tiefe mit ihm oder renne ich von ihm weg. Und werde ich bitter oder aber verwandelt mich diese Krise mehr und mehr in das, was Gott auf mein Leben gelegt hat? Und Josef ist nicht bitter geworden. Er hatte auf jeden Fall zu kämpfen. Es war definitiv nicht einfach. Aber Gott hat Josef nie vergessen. Und Gott hat dann den Josef freigelassen. Und er wurde dann belohnt und wurde tatsächlich zum zweitmächtigsten Mann in ganz Ägypten. Und seine Brüder kamen tatsächlich zu ihm und diese Verheißung wurde erfüllt, dass sie sich vor ihm verbeugen. Nur dass Josef in diesem Moment ein ganz anderer Mann war, wie damals, wo er noch bei seinem Vater zu Hause war. Er musste durchs Feuer gehen. Und er musste an diesen Punkt kommen, dass Gott das Ein und Alles in seinem Leben ist. Um das tragen zu können, was Gott für ihn hat. Josef musste große Entscheidungen treffen. Da war eine Hungersnot und er musste für ein ganzes Volk sorgen und nicht nur für das eigene Land, sondern eben auch für seine Familie. Und das ist immer wieder der Punkt, wenn Gott uns bevorbereitet, um große Dinge tragen zu können, braucht es diese Prozesse vorneweg, in denen wir uns bewähren.
Und das wird nicht ohne Schmerz gehen. Und das ist immer wieder die Frage, sind wir dafür bereit? Sind wir bereit, unsere Selbstzentriertheit abzulegen, unser Ego, unsere Vorstellungen, um dem einen Gott zu folgen, der etwas Neues in uns tun will? Und man hat eben festgestellt, dass vor allem die ersten 10 Jahre dazu beitragen, dass unser Charakter geformt wird. Da ist es weniger wichtig, was wir bewegen, ob wir gesehen werden. Das ist ganz viel, was im Verborgenen stattfindet. Aber die ersten 10 Jahre nutzt Gott ganz intensiv, um an unserem Herzen zu arbeiten. Und diese 10 Jahre haben im Übrigen nichts damit zu tun, seitdem wir irgendwie Christ sind. Also nicht, ich habe mein Leben Jesus gegeben und dann 10 Jahre und dann geht es irgendwie richtig los. Sondern wie ich schon am Anfang gesagt habe, es gibt sehr, sehr viele Christen, die sich nie auf diesen Prozess einlassen und die Gott regelrecht widerstehen, dass er an dem eigenen Herzen wirken darf. Wir können sogar vor Gott irgendwie erfolgreich sein und es kann alles ganz toll aussehen, aber irgendwann fliegt es auf, wie es in uns wirklich aussieht. Und das ist sehr, sehr tragisch, wenn wir auch sowas sehen, aber es ist eben auch eine ganz natürliche Folge. Weil wenn innen drin was nicht gesund ist, dann wird irgendwann das Ganze erkranken. Und ein wirkungsvoller Dienst ist eben eine Folge von einem Leben, was gefüllt ist mit einem göttlichen Charakter. Und wenn wir diese Lektion in unserem Leben nicht annehmen und lernen, was Gott uns beibringen will, dann werden wir merken, wie unser Wachstum stagniert und wir nicht weiterkommen. Und wir werden dann von unseren eigenen Anstrengungen frustriert sein und auch Gott in Frage stellen. Was sind jetzt die Grundlagen für einen gottgefälligen Charakter? Ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt. Es geht alles los mit einer engen Beziehung mit Gott. Ohne ihn können wir nichts tun. Und der Punkt ist aber der, sobald wir in eine tiefe Beziehung mit Gott leben, wird unsere wahre Natur ans Licht kommen. Und die meisten Menschen möchten sich nicht im Lichte Gottes stellen. Ich will dich wirklich beruhigen, wenn du merkst, je mehr du mit Gott unterwegs bist, umso herausfordernder wird es manchmal und umso mehr bist du auch manchmal über dich selbst erschrocken. Das ist ein gutes Zeichen, weil je tiefer wir mit Gott verwurzelt sind, umso mehr werden die Dinge tatsächlich zum Vorschein kommen, die da in uns drin sind. Und unser wahres Ich hasst das, entlarvt zu werden. Und deshalb widerstehen wir dem gerne. Und wenn du zum Beispiel merkst, ich will anfangen, irgendwie regelmäßig mit Gott Zeit zu verbringen, wirst du merken, wie es immer wieder Argumente gibt, warum du das gerade nicht tun kannst, was alles irgendwie wichtiger erscheint. Oder du willst anfangen, regelmäßig zu beten und wirst vielleicht rausgehen und dann merkst, und immer dann regnet es oder immer dann passiert dieses oder jenes. Das ist nichts Ungewöhnliches, aber es ist wichtig, diese Schritte zu gehen, weil alleine Gottes Gegenwart dich verändern kann, nichts anderes. Die zweite Grundlage ist Gehorsam. Vertrauen spiegelt sich im Gehorsam wider. Petrus ist dafür ein gutes Beispiel. Petrus sieht, wie Jesus aufs Wasser kommt und wie er über dem Wasser geht. Und Petrus merkt so, ah, das würde ich irgendwie auch gerne. Und Jesus sagt zu ihm, komm. Und in diesem Moment muss sich Petrus entscheiden. Er hätte diese Entscheidung treffen können, ich bleibe lieber im Boot und er findet vielleicht auch eine Ausrede, warum er es doch nicht macht. Oder er hätte ins Wasser gehen können und schwimmen können, was eher seine Komfortzone ist, wo er weiß, das kann ich ja. Oder er geht tatsächlich aufs Wasser, er geht diesen Glaubensschritt im Gehorsam und schaut dann, funktioniert das, was Jesus da sagt oder nicht. Und das ist eine gute Parallele zu unserem Leben. Auch wir haben oft Entschuldigungen, Dinge nicht zu tun, wo Gott sagt, komm. Auch wir bleiben oftmals lieber im Boot sitzen, anstatt das zu wagen, die Dinge zu tun, die Gott für uns vorbereitet hat. Petrus hat sich entschieden, den Versuch zu unternehmen und aufs Wasser zu steigen. Und Jesus sagt zu ihm, schau auf mich, das war die wichtige Bedingung, ansonsten würde er untergehen. Und Petrus wird im Nachhinein oft dafür getadelt, dass er eben diesen mangelnden Glauben hatte. Aber was wir ganz oft übersehen ist, dass Petrus im Gegensatz zu den anderen eine riesige Lektion in seinem Prozess gelernt hat. Nämlich, dass mit Jesus tatsächlich alle Dinge möglich sind. Er hat erlebt, wie das Wasser ihn getragen hat.
Und es ist ganz normal, dass diejenigen, die aus Wasser gehen, von den anderen beurteilt werden, die im Boot sitzen bleiben. Das ist ganz einfach, aus der Komfortzone heraus diejenigen zu beurteilen, die auf dem Wasser sind. Aber Jesus kann uns nur seine Wege lehren, wenn wir eben bereit sind, das sichere Boot zu verlassen. Und das Schöne an dieser Begebenheit ist, dass es für Jesus überhaupt nicht schlimm ist, wenn wir fallen und versagen, weil er da ist, um uns wieder aufzuheben. Aber das Problem ist viel mehr, wenn der Stolz uns zurückhält, im Leben etwas zu wagen. Wenn es uns wichtiger ist, gut bei denen dazustehen, die mit uns im Boot sitzen, anstatt einen Schritt nach dem anderen zu gehen, wo Gott sagt, komm. Und in dem Moment, wo wir diesem Ruf folgen, wo Jesus sagt, komm, folge mir nach, in dem Moment kannst du staunen, was er alles in dir und durch dich tun möchte. Die dritte Grundlage ist Treue. Gott belohnt immer Treue, das ist eine Grundlage. Und er testet unsere Treue in den kleinen Dingen. Wenn du im Kleinen treu bist, wird er dich über mehr setzen. Das ist das, was die Bibel uns immer wieder sagt. Aber wenn wir im Kleinen nicht treu sind, dann wird er uns nicht mehr geben, weil wir dann auch im Großen nicht treu sein werden. Treue ist ein ganz wichtiges Kennzeichen eines gottfürchtigen Charakters, und Gott testet uns darin. Was kostet uns das nun, einen gottgefälligen Charakter zu entwickeln? Ich hoffe ja, dass ihr alle diese Sehnsucht habt, so einen Charakter zu haben. Das Erste, es braucht Zeit. Ich habe davon gesprochen, es sind oft 10 Jahre aktiven Gehorsams, aktiven Gott, ich lasse mich immer wieder auf dich ein. Das Zweite, wir müssen Gott die Erlaubnis geben, uns zu formen. Und das ist nicht immer ein schönes Gefühl. Und das Dritte, wir müssen auf das reagieren, was er uns sagt, wie Petrus das gemacht hat. Wenn wir schnell erkennen, was Gott durch verschiedene Situationen in unserem Leben uns lehren will, und wenn wir darauf positiv reagieren, werden wir spüren, wie Gott unsere Entwicklung beschleunigt, wie Dinge schnell gehen. Wenn wir hingegen sehr langsam sind, in dem zu erkennen, okay, Gott, du willst mir gerade vielleicht mit der Situation was beibringen, und wenn wir negativ darauf reagieren, ist es eben so, dass sich die Entwicklung oft verzögert. Und deshalb gibt es auch von Zeit zu Zeit immer mal wieder Krisen, weil die sehr maßgeblich sind in unserer Weiterentwicklung. Und man hat da zwei Testmuster festgestellt. Wie gesagt, das könnt ihr euch gerne aufschreiben. Das erste Testmuster ist das Positive. Es gibt den Test, dann kommt eine positive Reaktion und dann die Erweiterung des Wirkungsfeldes, wie das zum Beispiel bei Josef war. Wir haben in jeder Situation in unserem Leben, egal ob sie gut ist oder schlimm, immer die Möglichkeit, Gott Ehre zu bringen. Und die Frage ist aber, glauben wir, dass Gott souverän ist, dass er gut ist, dass er in der Kontrolle ist und dass er alle Dinge nehmen wird, um etwas Wunderbares hervorzubringen? Egal, worum es in dem Test geht, es kann in jedem Leben so unterschiedlich aussehen. Es geht darum, ob wir mit Liebe reagieren, mit Freude, mit Friede, mit Geduld, mit Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und auch hier wieder können wir sehen, das ist nicht aus uns heraus möglich. Wir brauchen diese Zeiten mit unserem Vater, wo er die Dinge in uns tut. Und wenn wir aber lernen, so zu reagieren, dann wird es uns immer leichter fallen, in dem zu gehen, was Gott uns sagt. Und dann werden wir Gott ehren, eben mit unserem Leben, egal ob wir gerade über Höhen gehen oder durch Tiefen. Und das bringt eine Person im Leben vorwärts. Manchmal sofort und manchmal nach gewisser Zeit, wie das bei Josef der Fall war. Und dann gibt es eben auch das negative Muster. Ein Test, eine negative Reaktion und dann den Nachhilfeunterricht. In diesem Fall ist es dasselbe, dass es mit einem Test beginnt. Gott gebraucht Umstände, er gebraucht Menschen und Ereignisse, um uns zu prüfen, wie wir in gewissen Situationen reagieren. Und im Negativen ist es eben so, dass wir vielleicht nicht erkennen, okay, Gott will mir gerade was beibringen, er will mir mitten in dieser schwierigen Situation etwas sagen. Oder aber wir merken sogar, Gott will uns etwas sagen, aber wir wollen das nicht und wir sagen, nein, ich möchte nicht so handeln, wie Gott es mir gerade sagt. Und das ist eben immer wieder, wo das so sichtbar wird, dass Gott Krisen gebraucht,
um den wahren Charakter einer Person zu offenbaren, aufzudecken. Und wenn wir das nicht verstehen, dann reagieren wir ganz schnell menschlich und das steht eben oft im Widerspruch zu dem, wie Gott ist. Saul ist zum Beispiel so ein Beispiel. Er hatte die Anweisung von Samuel bekommen, auf ihn zu warten, bis er handelt. Und Saul hatte nicht die Geduld, darauf zu warten und ihm war das Ansehen bei Menschen wichtiger. Er hatte Angst, dass sie sich lustig machen oder dass sie verlieren und er handelt eben aus eigener Kraft heraus. Und Saul hatte verschiedene Prüfungen in seinem Leben, wo er getestet wurde und er hat mehrfach diese Prüfung quasi nicht bestanden. Und das führte dann eben dazu, dass Gott jemand anderes erwählte. Ich will euch gerne gleich an diesem Punkt sagen, habt keine Angst, wenn ihr merkt, ihr habt gerade irgendwie nicht richtig entschieden. Gott ist total barmherzig. Also er hat überhaupt kein Problem damit, uns immer und immer wieder in Situationen zu führen. Und trotzdem kann es dann eben den Punkt geben, wo Gott dann eben jemand anderen erwählt. Und ich finde das trotzdem wichtig zu wissen. Genau. Ja, wenn wir zur Reife heranwachsen, müssen wir verstehen, wie wichtig unsere Entscheidungen und Reaktionen im Leben sind. In jeder leichten oder schwierigen Situation im Leben können wir entscheiden, wie wir reagieren. Und es ist eben gut, sich mal das Leben anzuschauen. Und wenn du vielleicht merkst, oh, irgendwie bin ich gerade schon wieder in einer Situation, wo ich schon mal war, dann darfst du aufmerken und kurz hinhören auf den Heiligen Geist und auch im Gebet die Frage stellen, Gott, was willst du mir gerade mit der Situation zeigen? Warum bin ich gerade wieder da, wo ich schon mal war? Was willst du mir zeigen? Gott formt uns in Prozessen und es ist manchmal einfach eine tiefere Schicht, aber ganz oft sind es tatsächlich auch Wiederholungen wie beim Volk Israel, wo wir uns ein Stück weit im Kreis drehen und wo Gott immer wieder uns eine Situation bringt, auch wenn die ein bisschen anders sein kann, damit wir da durchkommen und eben mit einem neuen Verhalten aus dieser Situation herausgehen. Genau, Wachstum und Entwicklung in meinem Leben kann ich eben an meinen Reaktionen abhängig machen. Meine Reaktion gegenüber Gott, gegenüber mich selbst und gegenüber anderen. Und in einer Krise, ich sage das immer wieder, kommt eben relativ schnell an die Oberfläche, was wir wirklich glauben. Aber solche Krisen sind auch nur ein paar im Leben. Es ist jetzt nicht ständig, aber es gibt wirklich solche Momente, wo Gott uns wie auf eine neue Ebene bringen will. Und ganz oft ist es so, dass vorher erstmal eine Krise kommt, eine Wüstenzeit kommt, wie das bei Jesus eben auch der Fall war. Zum Abschluss will ich einem jeden von euch nochmal mitgeben, dass Gott eine Bestimmung auf dein Leben gelegt hat. Gott hat einen guten Plan für dein Leben. Aber um diese Bestimmung tragen und leben zu können, benötigen wir einen Charakter, der in Gott gegründet ist. Jeder von euch darf ihm vertrauen. Keiner von uns darf die Lebensbestimmung selbst machen. Das wird nicht funktionieren, sondern Gott ist es, der die Initiative ergreift. Gott führt uns in den Prozess und es ist an uns, dass wir sagen, ich willige in diesen Prozess ein. Durch schlechte Entscheidungen oder Reaktionen können wir Gottes Bestimmung für unser Leben blockieren oder behindern. Wohingegen Treue und auch gute Reaktionen auf Gottes Initiative hin eben dazu führen, dass wir in unsere Bestimmung kommen. Ich möchte gern mit einem Beispiel enden, was der Robert Clinton in seinem Buch geschrieben hat, der sich sehr intensiv mit Leitern auseinandergesetzt hat. Das Buch heißt im Übrigen Leiterschaft, wie fange ich an, ein starkes Fundament für einen lebenslangen Dienst. Ach nein, das ist nicht der Robert Clinton, sondern der Richard Clinton, das ist schon der Sohn, der dieses Beispiel geschrieben hat. Und zwar hat er ein Seminar darüber gehalten, über Leitung und wie wir in die Bestimmung kommen. Und danach kam eine junge Frau zu ihm und sie hatte das Gefühl, dass aufgrund der falschen Entscheidungen ihrer Vergangenheit Gott sie nicht mehr gebrauchen kann. Und er hat dann für diese Frau gebetet und hatte einen prophetischen Eindruck über ihr Leben und was auf ihrem Leben liegt und hat sie darin ermutigt. Und er sagte ihr dann, was Gott für Pläne über ihr Leben hat, was Gott für gute Gedanken über ihr Leben hat. Und sie ging eben von diesem Seminar weg und war zutiefst, also mit Freude erfüllt und ermutigt und wusste, Gott geht seinen Weg mit ihr. Und im gleichen Seminar kam auch ein junger Mann zu ihm und der war sehr selbstsicher. Und er sagte eben zu ihm, ja, Gott hat mir offenbart, ich werde ein weltweiter Evangelist sein. Und er wollte dann diesem Richard einfach ein paar Fragen stellen über Leiterschaft und so weiter und so fort. Und dann hat sich der Richard seine Geschichte angehört und hat ihm dann danach gefragt, sag mal, magst du eigentlich die Wüste?
Und er war ein bisschen irritiert und hat diese Frage irgendwie nicht ganz verstanden. Und dann wurde der Richard deutlicher und sagte zu ihm, wenn Gott dich so gebrauchen will, wie du es sagst, dann wird es einen gewaltigen Übungs- und Vorbereitungsprozess geben. Und er erzählte ihm weiter, dass Gott oft Durststrecken im Leben und auch Isolation benutzt, um uns zu trainieren. Dass die Wüste der Ort ist, wo wir gereinigt werden, wo wir erleuchtet werden und geläutert werden. Und er fragte, ob dieser junge Mann eben bereit ist, mit Gott in diese Wüste zu gehen. Und er ermutigte ihn, mit ihm in diese Tiefe zu gehen. Er sollte sich auf den Prozess ausrichten und nicht auf das Resultat. Und dafür benötigt man viel Ausdauer. Und diese Frage hat er ihm gestellt. Und er meinte dann auch in dem Buch so, dass er glaubt, dass es stimmt, was Gott zu ihm gesagt hat. Ähnlich wie bei Josef. Aber dass besonders bei größeren Berufungen es eine intensive Vorbereitungsphase braucht. Und zum Abschluss, unsere Entwicklung dauert ein Leben lang. Und es ist wichtig, dass wir ein Leben lang lernbereit und korrigierbar bleiben. Der Moment, wo wir denken, alles zu wissen, ist der Tag, wo es in unserem Leben bergab gehen wird, so schlimm wie das klingt. Wir benötigen, ein jeder von uns, Menschen in unserem Leben, die in unser Leben sprechen dürfen, die uns korrigieren dürfen. Und das ist oft gut, wenn es sogar verschiedene Menschen sind. Insgesamt kommen wir im Leben besser voran, wenn wir Zeit mit Menschen verbringen, die auf Gott hören, die eine Weisheit haben und wenn wir diesen Menschen erlauben, das zu sagen, was wir vielleicht auch manchmal nicht hören wollen. In all dem geht es immer wieder darum, ein Leben zu führen, was Gott Ehre bringt. Und damit möchte ich gerne abschließen. Ich weiß, es waren heute viele Informationen. Das Gute an einem Video ist, man kann sich das gerne auch nochmal anhören. Und ich wünsche mir, dass viele von euch diese Entscheidung treffen, Gott mit allem zu vertrauen und ein Leben zu führen, was ihm Ehre bringt, die bereit sind, in die Tiefe zu bauen, damit Gott das in eurem Leben tun kann, was er für euch vorgesehen hat. Und Jesus, das möchte ich über jeden aussprechen, dass du einem jeden jetzt begegnest und dass die Bestimmungen, die du auf das Leben gelegt hast, dass die sichtbar werden, dass du einen jeden ermutigst und dass du einen jeden auch vorbereitest, in diesen Prozess zu gehen. Ich bete um offene Augen und um offene Herzen, damit wir alle erkennen können, wenn du uns in Prüfungssituationen führst, dass wir erkennen können, ja, was ist es gerade, wo du uns prüfen willst und dass wir in Übereinstimmung mit dir gehen, dass wir die Dinge tun, die du uns sagst, weil wir wissen, dass uns alle Dinge zum Besten dienen und dass du ein guter Vater bist, der ein gutes Leben für uns vorbereitet hat. Danke, dass wir nicht dazu bestimmt sind, für uns selbst zu leben, sondern danke, dass du uns geschaffen hast, um viel gute Frucht hervorzubringen und viele Menschen zu segnen. Alle Ehre sei dir, Jesus. Amen. Seid gesegnet.